Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, in der letzten Folge hatten wir angefangen, ein paar kleine Nebenquests zu machen. Wo war denn jetzt der Planet? Hier. Sind wir ja hier ein bisschen auf Ixel, beziehungsweise um Ixel gewesen. Und ich will eigentlich hier das mit diesem Waffensystem hier mal ein bisschen ändern auch. Und wir fliegen mal zurück nach Narion. Kurs festlegen und Sprung. Da müssen wir ja hin. Aber mir gefällt es mit dem Waffensystem gerade gar nicht. Das müssen wir ändern. Act und Sternwert. Da wollen wir nochmal hin. Genau, wir hatten ja hier für die Stroud Act und Sternwert Schiffslevel 50. So. Und andocken. Eine Quest will ich da noch machen, auf jeden Fall. So, und einsteigen. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Ja, alles klar, danke schon. So, Havershaw, Freestar Collective Security. Gibt's hier einen, jemanden, der mir mein Schiff umbauen Wie ich lassen? hörte, bauen Sie eine neue Schiffsklasse. Aber schon aus dem Ausstellungsraum, wenn du was möchtest. Hier ist er doch. Wofür ist er da, Habershaw? Hallo, willkommen in der führenden Sternenwerft in den besiedelten Systemen. Wir sind Na, zwar moin. Neu, aber du wirst erkennen, warum wir in aller Munde sind. Okay, Sternenwerft sieht sehr beeindruckend aus. Was hebt Stroud Eklund Schiffe vom Rest ab? Die anderen Sternenwerften sind schon so lang dabei, dass sie festgefahren sind. Zum Beispiel Deimos. Die bauen schon seit den Zeiten meines Urgroßvaters Schiffe. Also haben wir uns jeden Aspekt dieser betagten Firmen angesehen, um Revolution und Innovation bieten zu können. Glaubst du mir nicht? Dann sieh selbst. Also sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Welche Art von Schiff suchst du denn? Zeig mir doch mal, welche Schiffe ihr im Angebot habt. Ich würde gerne meine Schiffe sehen, Moni. Ah, dafür ist er. Was darf denn sein? Okay, Dragonfire. Schiff verbessern. So, Waffe 0. Waffe 1. Railgun, die würde ich mal verändern. So, ich kann hier eigentlich. Warte mal. Was machen die hier für Schaden? Kanone KE 42. Ich würde die hier mal nehmen wollen. Und den könnte ich mal auch. Warte, was habe ich hier jetzt? Kanone, das ist Höhenschaden. Und hier würde ich dann Schildschaden machen. Nein, kein EM-Schaden. So, Railgun Yishaku macht 124 Höhenschaden. Okay. Raketen. Der sieht auch krass aus. So, wo haben hier Schildschaden? Laser Blaze. Nehmen wir den.
Mehr kann ich hier nicht. Annehmen. Laser und Ballistik haben wir jetzt. Perfekt. Gefällt mir dann auch schon mal besser. Was hat. Hoppala. Was hat er eigentlich noch für. Sehen, dass wir was hat der für. Ja, was hast du für Schiffe? Okay, Privateer. Venture. Sieht auch nicht schlecht aus. Conqueror. Alter. Dann Vanquisher. Hat bisher jetzt die meiste Frachtkapazität, so wie ich das sehe. Und Warwolf. Frachtkapazität nur 200. Ja, okay, es ist aber jetzt nicht das, was ich haben will. Das sind eher so... Ja... Aber der ist am krassesten, finde ich, so von der Kapazität her. Gut, aber ich wollte noch... Wir haben hier eine hochmoderne F&E-Abteilung. Ich wollte mir jetzt aber noch ein... Die Schiffe sind nett, aber verglichen mit einer Trident... Hier. Missionsboard. Ach so. Da kommen sofort neue, okay. Was gibt's denn eigentlich hier hinten? Darf ich hier hin? Das will ich gerne mal ansehen. Oh, Forschungslabor. Haben wir lange nicht mehr was dran gemacht, meine ich, glaube ich. Können wir auch noch nichts dran machen. Auch wenn wir Materialien haben. Wir müssten mal Anzugdesign oder sowas hier machen. Wo haben wir Anzugdesign? Wir haben sogar einen Skillpunkt. So, ich glaube unter Forschung, ne? Anzugdesign. 3 weitere Punkte muss ich hier ausgeben, okay. Und Raumschiffdesign haben wir hier irgendwo? Hier, Raumschiffdesign, dann würde ich hier mal vielleicht mögliche Installation von verbesserten Schiffsmodulen. Würde ich die Richtung mal einschlagen wollen. Kann ich hier jetzt noch was Neues machen? Jetzt? So, hier, ach, Gastronomie muss ich hier machen. Hier muss ich dann Chemie. Hier Außenposttechnik. Ah! Und so Botanik, Zoologie. Hier Anzugdesign. Und Waffentechnik. Okay, also. Willkommen bei Stroud Eklund. Jo, moin. Habe ich dann vielleicht, ist kein Diebstahl. Verbrauchen. Der Credstick war aber jetzt kein Diebstahl. Hier auch kein Diebstahl. Designvorschlag Frank Gilmes. Gibt es noch mehr Designvorschläge? So Slates rumliegen eigentlich? Ne, ich glaube nur den einen von Frank. Schönen Tag noch. Jo, danke schon. Dichtmittel?
was haben wir hier? Medipack. Also ich würde schon gern die komplette Dingens Station mal begutachten, besichtigen. Also ich meine auch richtig zu den anderen da Bereichen gehen wollen. So, aber wir quatschen jetzt nochmal mit ihr. Leute gehen gerade die Daten durch, die du gesammelt hast. Ja, ich habe die Machtforschung durchgeführt. Du hast also unterschiedliche Missionen erledigt. Das liefert uns jede Menge Daten und wir können ein Schiff für verschiedene Szenarien bauen. Wenn wir so ein Schiff bauen, brauchen wir vielleicht das Spülbeckenbudget. Aber mal abwarten. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir nur noch unser Personalproblem lösen, damit wir uns auf ein Design einigen können. Kinderspiel. keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle zusammenarbeiten. Versuche es, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Warum habe ich nur das Gefühl, dass du ein Herkuleswerk von mir verlangst? Ja, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Du bist ja zuversichtlich. Du hast keine Ahnung, wie lange wir uns schon damit herumschlagen. Ich habe schon alles Mögliche versucht, von irgendwelchen künstlichen Teambildungsübungen mal abgesehen. Also, was könntest du anders machen? Es wäre fair, wenn alle jeweils einen Kompromiss eingehen müssten. Versuchen wir es mit Teambildungsübungen. Vielleicht erst eine beruhigende Gruppenmeditation. Was hast du bisher versucht? Okay, offen gesagt sind hauptsächlich die Fetzen geflogen. Zuerst haben wir es mit Brainstorming versucht und du kannst dir ja denken, wie das gelaufen ist. Individuelle Designs gingen auch nach hinten los. Dann wollte ich individuelle Aspekte des Schiffs besprechen, aber das hat das Ganze nur in die Länge gezogen. Ich hätte ja ein Machtwort sprechen und eine Entscheidung treffen können, aber ich wollte die Teamwork-Idee noch nicht aufgeben. Außerdem will ich nicht, dass meinetwegen jemand kündigt. Hm. Also es wäre auf jeden Fall fair, wenn jeder zumindest einen Kompromiss eingehen müsste. Darauf hätte ich auch mal kommen können. Das ist fair. Alle gehen um den Tisch rum und nehmen eine Kürzung vor. Auf die Art sehen sie, dass die anderen auch einen Kompromiss eingehen müssen. Dann wäre das Design nicht mehr so durcheinander gewürfelt. Und weil Walter dir die Projektleitung übergeben hat, stehe ich nicht als die Böse da. Also bist du dir sicher? Ja, versuchen wir es mal mit einem Kompromiss. Klasse! Dann wollen wir mal alle gleichermaßen enttäuschen. Ja, da stehe ich für. Da stehe ich mit meinem Namen für. Okay, hört mal alle her. Unser Consultant hier, also nicht ich, vergesst das nicht, hat beschlossen, dass wir alle um den Tisch herumgehen und jeweils einen größeren Aspekt in unseren Designs streichen. Fairer geht es nicht und ich glaube, unsere kollektiven Designentscheidungen werden uns dann leichter fallen. Wer will anfangen? Alle enttäuscht. Gut, ich fange an. Ich bin bereit, ein paar Waffenaufhängungen zu streichen. Damit hätten wir weniger Feuerkraft, aber der Kunde könnte die ja hinterher nachrüsten. Warum schaust du mich so an? Ich soll wohl weitermachen. Ich mach's einfach. Ihr wisst, dass ich nichts Schickes im Sinn hatte. Aber wenn es sein muss, könnten wir ein paar der Frachträume verkleinern. Ich glaube, wir könnten ein paar Sensoren und Geräte zur Datenerhebung streichen. Solange es das Ding immer noch problemlos in den Deep Space und zurückschafft, bin ich glücklich. Ich wäre bereit, die Aufenthaltsbereiche zu verkleinern. Ja, das sollte okay sein. Frank? Was? Ich habe doch gesagt, dass ich einen Großteil der Luxusfunktionen streichen kann. Warum soll ich noch mehr kürzen? So, das war ja gar nicht so schlimm. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ding wirklich bauen können. Jo, alles klar. Na okay, er hat jetzt ein Argument gehabt. Er hat ja schon vieles schon im Vorhinein gestrichen. Er muss ja jetzt nicht noch mehr streichen. Wir sind alle super froh, dass du hier bist. Oder Leute? Sind wir. Jo, die Kreativblockade dürfte ja jetzt überwunden sein. Was bauen wir denn nun für ein Schiff? Basierend auf deinen Entscheidungen wird es wohl ein ziemlich vernünftiges Design. Ich bin mir sicher, dass wir den Entwurf umsetzen und das Schiff verkaufen können. Sag Bescheid, wenn ich noch was für euch tun kann. Jetzt, wo wir unsere ganzen Probleme angepackt haben, können wir endlich das Design finalisieren und das Ding in die Produktion geben.
Du könntest uns einen Gefallen tun und Walter ausrichten, dass wir vorankommen. Der wird begeistert sein. Danke für deine Hilfe. Ich würde gerne das Schiff sehen, wenn das fertig gebaut ist. Vielleicht sogar auch haben. Welches Modell nehme ich nur? Ich weiß nicht, welche du nimmst. Aber ich würde mich freuen, wenn ich das auch nutzen dürfte. Haben dürfte. So, abdocken. Und los. Auf zu Walter. Der wird sich freuen. Direkt zur Loge. Landen wir da. Wenn sich in deinem persönlichen Inventar Schmuggelware befindet, wird es immer von einem Schmuggelscan entdeckt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwie Schmuggelware auch doch irgendwie behalten kann, so ohne dass ich eine Möglichkeit hätte. So, ach, Walter ist da oben? Okay. Tja, wenn das nicht unser neuester Familienzuwachs ist. Was? Sarah hat uns gerade eine Story über sich und Wladimir erzählt, die sie sich aber sowas von ausgedacht hat. Nennst du mich eine Lügnerin, Cotri? Nein, Ma'am, das würde ich nie tun. Mittlerweile haben wir alle Stories, die erfunden klingen. Zum Glück wissen wir hier alle, dass sie wahr sind. Zugegeben, manche Geschichten sind eigenartiger als andere. Okay, aber das ist kein Wettbewerb. Wir haben alle nicht gedacht, dass wir hier landen würden. Ich dachte, auf mich würde eine langweilige Karriere bei Mast warten. Ich dachte, ich würde weiterhin religiöse Relikte sichern. Oh, was war das nochmal? Hast du sichern oder stehlen gesagt? Das wirst du nie vergessen, oder? Ach, so haben die sich kennengelernt. Du müsstest schon wissen, dass das typisch für Walter ist. Er vergisst nie etwas. Das hat ihn so weit gebracht. Andrea, deine Antwort wäre dann etwas über das Leben eines Schmugglers, stimmt's? Das war zwar nicht mein Plan, aber... Wo ist Blatt? Hey, hier wird niemand verurteilt. Wir haben alle Dinge getan, auf die wir nicht besonders stolz sind. Und das ist ein Wettbewerb, den Barrett sicher gewinnen würde. Was ist mit dir? Wie bist du in das Ganze verwickelt worden? Hast an deinem ersten Tag ein Artefakt entdeckt und dich mit Piraten angelegt. Keine große Sache, stimmt's? Immer noch besser als ein Tag in den Minen, das steht fest. Ich hätte das Ding nicht anrühren sollen. Das ist was Wichtiges und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Nach dem, was ich gesehen habe, gibt es kein Zurück. Immer noch besser als ein Tag in den Minen. Das glaube ich sofort. Weiß nicht. Die Arbeit in den Minen wäre auf lange Sicht wahrscheinlich sicherer. Ist besser als die meisten Jobs, wenn du mich fragst. Und verrückter. Eigentlich fällt es einem meiner nicht zu, die Geheimnisse des Universums zu enthüllen. Aber bei dir ist das anders, oder? Und bei Argos hast du dir Kompetenzen angeeignet, auf die du zurückgreifen kannst, wenn wir das Geheimnis des Universums gelöst haben. Wir haben eine extrem fähige Gruppe von Leuten hier. Beschreiten wir unseren Weg. Sehen wir, wo er uns hinführen wird. Wir werden herausfinden, was es mit all dem auf sich hat und füreinander da sein. Egal, was passiert, wir stecken da gemeinsam drin.
Darauf trinke ich. Das fand ich jetzt aber sehr interessant hier. Hilf Wladimir, sobald du Zeit hast. Mach ich. Hoffentlich macht dir mein Team nicht zu viel Ärger. Ich habe das Schiffprojekt übrigens wieder in die Spur gebracht. Freut mich. Ich dachte es mir. Ich habe mir gerade das finale Design angesehen, bevor du gekommen bist. Ich bin beeindruckt. Es ist etwas brav, aber auch eine elegante Weiterentwicklung unserer früheren Designs. Das wird eine gute Ergänzung für unsere Flotte. Ich mache es sehr gerne zu meinem neuen persönlichen Schiff. Und du sollst für deine harte Arbeit auch eines der ersten Exemplare bekommen. Aha. Hol es dir in der Sternenwerft ab. Danke nochmal. Ich kann mir das Schiff auch selber... Okay. Warte mal. Ich kann mir das Schiff abholen? Von der Sternenwerft oder wie? Ich würde aber auch gerne mal... Hol dein neues Schiff ab. Wo ist denn eigentlich der Rest des Teams? Ja, wo sind die hin? Hier geht's nach draußen. Wenn du reden willst, mach schnell. Ich komme sonst zu spät zu Noels Unterricht. So, ich wollte jetzt eigentlich auch den nächsten Begleiter mal mitnehmen. Wenn ich die finde. So, wessen Zimmer ist hier? Ich würde wirklich gerne wissen, wo hier wessen Zimmer sind. Hier macht irgendjemand immer wieder ein bisschen Gymnastik. Hier haben wir Noel. Ich fühle mich hier vom ersten Tag an wie zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Ich hoffe, dir geht es auch so. Wessen Zimmer ist denn das? Ich glaube, das ist von Andrea, oder? Oder Vlad? Ja, das ist Vlad. Das ist safe von Vlad. So, das hier war, glaube ich, meins, oder? Oder das hier? Das hier war meins. Chronomark-Uhrengehäuse. Ich glaube, die sind jetzt nicht hier. Oder warte mal. Sind die wieder auf dem Schiff? Crew? Wo sind die denn hin? Alle wahrscheinlich auf der Sternenwerft, ne? Kann ich jeden als Begleiter hier bekommen? Von der Constellation? So, warte mal. Ah, hier, das führt ins Unterdeck. Okay.
Two Dates for Dala 4. Forever Human. Hier ist ein Kuscheltier. Schlafen in Besitz. Wessen Zimmer ist das? Wer wohnt denn hier unten im Keller? Gut, wir gehen mal raus und wieder in Richtung Schiff. Und holen unser neues Raumschiff ab. Das möchte ich gerne mal sehen. Soll ja jetzt ein Frachtschiff sein. Der Baum scheint sich beruhigt zu haben. Jo. Freut mich, dass der Baum sich beruhigt hat. Na, aber ich würde jetzt gerne mal vielleicht Barrett oder Sam oder so. Oder Andrea. Mal mitnehmen als Begleiter. Und dann mit denen auch vielleicht irgendwie eine Bindung aufbauen, eine Freundschaft, um zu gucken, was da für eine Quest kommt. Hier will ich noch eben ganz kurz was verkaufen. So, aus Schiff. Endlich mal die Dinger weg. 120. Habe ich noch etwas für 120? Das hier und das hier. So, unter Sonstiges habe ich aber ein bisschen was. Okay, dann rein und gucken wir mal, wo die anderen sind. Ob die vielleicht jetzt auf dem Schiff sind. Ich hoffe doch, dass die hier jetzt irgendwo sind. Also Vasco ist schon mal hier ordentlich am Glitschen oder am Buggen. Sind nicht da, kann das, also okay, ich muss das dann wahrscheinlich mit der Sternwerft jetzt wirklich machen, damit ich die Leute wieder habe. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ach, hier gibt es doch einen Forschungslabor. Okay.
Ja gut, dann, boah, aber jetzt, wo ich dieses hier sehe und dann selber das im eigenen Schiff haben kann, ich habe voll die geile Idee für ein neues Modell, was ich dann bauen würde. Was ich aber schade finde, ist, dass man nicht so richtige Treppenhäuser machen kann. So, noch ein paar Meter, komm. Holen wir uns unser neues Schiff ab. Ich will das wirklich jetzt haben. Ich will das wirklich sehen. Was da jetzt gemacht wurde. Einsteigen. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Hol dein neues Schiff ab. Mit wem muss ich denn reden? Wir haben hier eine hochmoderne F&E-Abteilung. Welches Modell nehme ich nur? Ich bin stolz, zum Stroud-Eklund-Team zu gehören. Jo, hier ist auch keiner. Wo sind die hin? Mit wem muss ich reden? Sag Bescheid, falls du Probleme hast. Okay, die chillen hier unten. Ah, und er ist hier oben, okay. Herr Vashaw. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich helfen? Ich würde gerne mein Schiff sehen. Dragonfire, Argonian Maid, Star Eagle, Gefängnis Shuttle und Kepler S. Ist das hier das Neue? Crew kann ich nur 3 machen. Will ich den? Weiß ich nicht. Eine Deimos oder Stroud Eklund. So, Dragonfire, wieder ein Cockpit. Und abdocken. Ich glaube schon, dass hier der, Dragonfire, der Dings ist. Ah, okay, da muss ich. Kepler S. Es ist schon wirklich der Kepler S. Und einsteigen.
So, was haben wir hier? Den gucken wir uns mal an. Wenn wir schon hier drinnen sind. Warum ist hier eigentlich alles so dunkel? Den Medipack nehmen wir mit. Was haben wir da vorne? Hier haben wir Gemeinschaftsraum, okay. So, und dann halt das. Ich weiß aber nicht, ob ich den hier nutzen will. So, und es geht hier noch weiter runter. Was haben wir hier? Okay, hier kommt, geht's raus. Wahrscheinlich. Und hier haben wir nochmal zwei Betten. Ja, gut. Gehen wir raus, gehen wir zur Sternwerf, würde ich sagen. Also, zum... nicht zur Sternwerf, zum Auge, meine ich. So, Dragonfire Cockpit. Dann lassen wir das Schiff mal in Ruhe. Und... So, kurzsichtig, begib dich zum Auge. Dann machen wir halt das. Ja, ich will eh weiter. Macht euch keine Sorgen. So. Ich ruf mal. Station LO-868. Brauchst du das Auge? Ja, brauche ich. Dies ist Constellation Station LO-868. Willkommen an Bord. Und andocken. Gehen wir rein. Ich will jetzt, ich will jetzt meine Leute wieder haben. Schau bei allen vorbei. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Hey, würdest du diese Platten für mich verschweißen? Ach, ist schön hier oben. Du verschweißt rasch die Abdeckung. Wir sollten Vlad häufiger besuchen. Ach, das ging fix. Jetzt muss ich nur noch einiges prüfen. Ah, wir Deine reparieren Hände das hier. Sind nicht verbrannt. Gute Arbeit.
Diese neuen Scanner müssen installiert werden. Hilfst du mir dabei? Jo, kein Thema. Du setzt die Teile zusammen und schließt sie dann an den Scanner an. Wir sind fertig. Danke. So, hier geht's nicht weiter. Luke unzugänglich. Warte mal. Da war doch letztes Mal es, doch verschüttet oder nicht? Irgendwie in der Art. Heißt das, das wird fertig gemacht? Also, dass wir hier das jetzt wirklich mal richtig fertig machen? Was haben wir denn da? Anzugtiefensuche. Moin, Blatt. Ich überwache von hier aus alles. Warst du schon bei den anderen? So. Ich möchte neue Software. Checkst du sie auf dem Computer da? Jo, mach ich. Das System damals mit Wladimir eingerichtet. Also, wie ging das noch? So, okay. Verbindung testen. Das war's. Das nenne ich Teamwork. Perfekt. Für den Datenaustausch zwischen Loge und Auge sollte das eine echte Hilfe sein. Jo, glaube ich. Hoffe ich. Ich bin jetzt, was macht Sarah da? Hilfst du mir mal? Wir sollten diese Sachen ordentlich festschrauben. Da vorne, okay. So, Schraubenschlüssel. Du hilfst die Ausrüstung mit einem Schraubenschlüssel festzuziehen, doch dann gibt es einen Funken und aus einem der Stromkästen steigt Rauch auf. Das sollte wohl nicht passieren. Fragst du Wladimir deswegen? Jo. Vlad? Hab vergessen, ein paar Gleichungen zu checken. Gehirn kaputt. Werde vergesslich. Habt ihr falsch verkabelt? Die Station muckt auf. Sir und ich sind bei den Reparaturen auf Probleme gestoßen. Ist schlimmer, als ich dachte. Ein paar der neuen Teile mucken auf. Das wird eine Weile dauern. Ich habe bei der Bestellung der Teile zu wenig auf Kompatibilität geachtet. Ich bleibe hier, bis es repariert ist. Verschone dein Haupt von Asche. Helfen kannst du aber gerne. Während wir hier mit der Augenoperation beschäftigt sind, will ich dir noch wegen was anderem das Ohr spitzen. Okay, wegen was? Ja, sprich mit Wladimir. Ich will niemanden beunruhigen, aber wir haben noch mehr Konkurrenz. Kein Sternenblut. Captain Petrov, befehligt einen Schrottsammler namens Skow. Ist ein echtes Kuriositätenkabinett. Und er hat ein neues Stück in seiner Sammlung. Wird es wohl nicht so einfach rausdrücken, ne? Hab ihn kontaktiert, um ihm einen ehrlichen Tausch anzubieten. Aber er meinte, dieser Stein sei unverkäuflich. Für diesen Job müssen wir wohl mit der Brechstange ran. Wir sollen es also von ihm stehlen. Ich war früher selbst ein Freibeuter, glaub mir. Aber da er sich fest daran klammert, sehe ich keinen anderen Weg. Ich schicke dich nicht alleine auf Raubzug. Barrett kommt mit. Ihr beide werdet eng zusammenarbeiten. Bereite dich also gut vor. Ah, okay. Barrett wird als deine Begleitung fixiert, wenn du fortfährst. Okay, ich bin bereit zum Aufbruch. Drück das Glück da draußen. Wir sind mit dem Auge erstmal eine Weile beschäftigt. Reden wir ein andermal. Ich helfe erstmal Wladimir. Okay. Geh du los und hol dir dieses Artefakt. Dann, wo ist Barrett? Da. Okay, dann sind wir erstmal mit Barrett unterwegs. So, Cockpit. Dann versuchen wir mal auch mit ihm ein bisschen die Bindung aufzubauen. Und mal gucken, ob er auch noch irgendwie eine Quest für uns hat, eine Nebenquest oder sowas. Protion A.
So, die Skull. Rufen wir erstmal. Ihr habt auf der Skull nichts zu suchen. Unser Captain empfängt keine Besucher. Es geht um was Geschäftliches. Ist es wichtig? Angreifen? Wir kommen an Bord. Barrett, sag Petrov, dass sein Kumpel Barrett hier ist. Hey, sag Petrov, dass sein Kumpel Barrett hier ist. Dann wird er mit uns reden wollen. Barrett, von der Constellation. Der steht bei uns auf der schwarzen Liste. Der kommt auf gar keinen Fall an Bord. Oh, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Lasst mich das einfach mit Petrov regeln. Das sind bloß alte Geschichten. Verschwindet. Überzeugung, es geht um was Geschäftliches, wichtig. Keine unangekündigten Besucher. Befehl des Captains. So, ich habe schon viel über euer bezauberndes Schiff gehört. Ich will es mal mit eigenen Augen sehen. Das ist wichtig, es geht um Leben und Tod. Wir sind nur hier, um zu handeln, nichts weiter. Ich frage dich nur aus reiner Nettigkeit. Ich komme da rein, auf welche Art auch immer. Komm, wir... Ich versuche das hier mal. Wenn das wirklich alles ist, dann... Oh, das reicht. In Ordnung. Ihr könnt andocken. Macht keinen Ärger. Sonst ist jede Waffe im Laderaum auf euch gerichtet. Okay, Der dreht schon mal. So, und andocken. Ach, das sind alles Dockingstationen von denen, oder wie? So, jetzt... Okay, ich muss nach unten. Wo ist Barrett? Da ist er. Muss noch weiter runter? Toll. Wo geht's noch weiter runter? Da. So, mal gucken, was da auf uns zukommt. So, Barrett, kommst du? Hä? Ach, hier. Ja, muss man erstmal wissen. Was sind das? Bären Vagabund, lassen wir mal. Will ich jetzt erstmal noch nichts stehlen? Wer hat dich an Bord gelassen? Reicht es Petrov nicht mit den Moskitos? Oder bist du hinter der Sammlung des Captains her? Ich bin ein Beschaffungsspezialist, der seine Dienste anbieten will. Petrov ist in den Besitz eines speziellen Steins gelangt. Hab gehört, das hier ist ein Partyschiff und ich habe Bock auf Party. Moskito? Erstmal Moskito fragen. So nennt er uns. Irgendwas Ehrzeitiges. Ja, Petrov ist in Besitz eines speziellen Steins gelangt. Der Stein, richtig. Der ist unverkäuflich. Aber wenn du unbedingt willst, dass Petrov dich auslacht, nur zu. Ach, wir klären das mit ihm persönlich, wenn's recht ist. Dann geh. Sprich mit Captain Petrov. Was habt ihr außer Treibgut sonst noch? Petrov hat seinen eigenen kleinen Alien-Zoo. Ziemlich gefährlich. Aber zum Glück sind die Käfige alle gut verriegelt. Und wo ist diese legendäre Sammlung? Die ist hier überall verstreut. Die besten Sachen stecken in Petrovs Privattresor. Und bevor du fragst, nur Petrov hat einen Schlüssel. Die Crew zu schmieren wäre also Geldverschwendung. Weißt du, woher Petrov diesen speziellen Stein hat? Den hat er von so einem Dusty, einem Erzschlepper aus den Randgebieten. Hat die ganze Zeit nur gezittert. Okay.
Yo. Richtig zugemüllt hier alles. Also hier würde ich mich nicht wohlfühlen, sagen wir so, wenn das mein Schiff wäre. Hier überall Dreck, hier Kaffeeflecken, Ölflecken, was für Flecken das sind. Ja. Willkommen in Petrovs Palast der Kuriositäten. Der Gipfel grandioser Güter. Das perfekte Panoptikum der Prahlerei. So, wo muss ich hin eigentlich genau? Das sind die Schlafkabinen, okay. Meine Waffe war zu lange im Halfter. Also solche Schlafzimmer für meine Crewmitglieder hätte ich auch gern. Das ist nicht stehlen. Das auch nicht. Die Zigaretten sind gestohlen dann, okay. Ich warte auf den richtigen Moment. Ich würde gerne wissen, wo ich lang muss. Nein. Ach, warte, ich habe ja... Hier. Navi. Der sagt mir schon, wohin. So, wer ist denn das? Ich hab zu tun. Ah, hier entlang. Okay, hallo. Sprich mit Petrov. Wadik? Das ist Petrov. Abhabenheit wird dich führen. Captain Petrov? Oh, wir haben Besucher. Wadik, davon hast du mir gar nichts gesagt. Wir haben Besucher. Ausgezeichnet. Fühlt euch wie zu Hause. Schließlich habt ihr einiges durchgemacht. Entspannt euch. Legt die Füße auf den Tisch. Die haben eh schon Brandflecken. Mir geht es um das Artefakt und deine Sammlung. Captain Petrov, ich bin ein Riesenfan. Deine Sammlung soll legendär sein. Du sammelst nichts mehr, Petrov. Kann ich auch angreifen, okay? Mir geht es um das Artefakt und deine Sammlung. Das Artefakt? Ah, meine neueste Errungenschaft. So etwas habe ich noch nie gesehen. Diese verschachtelten Muster. Das Metall fühlt sich weich an, weist aber keinerlei Gebrauchsspuren auf. Zu dumm für dich. Ich kann mich nicht davon trennen. Wer sich zu oft verliebt, ist wankelmütig, aber was soll ich sagen? Mi amore. Ein kleiner Blick in deine Sammlung, mehr will ich nicht. Angriff mir reicht mit dem Quatsch, ich nehme mir das Artefakt. Brad Petrov, ich bin's doch nur. Petrov, ich bin's. Barrett, du wagst es, dich auf meinem Schiff zu zeigen? Hey, immer noch sauer? So ein Antrieb fliegt doch ständig in die Luft. Ha, du alte Weltraummade. Schön, dich zu sehen. Hey, alter Kumpel. Wie wär's mit deiner Tour durch deinen Tresor? Ich will mal wieder neidisch sein. Na klar, kommt mit. Die Leute fragen mich. Petrov, dein ganzes Schiff ist eine Demonstration der Pracht. Wozu brauchst du noch einen Tresor?
Wo sind denn da? Selbst die größten Sammlungen erfordern einen privaten Ausstellungsraum. Und unter uns gesagt, Diebe gibt es überall. Also habe ich keine Kosten gescheut. Auch wenn die Tür mich von meinen Schätzen trennt, so sind sie sicher. Gesera. Nur noch ein bisschen weiter. Dieses Schiff und ich haben so einige Abenteuer erlebt. Einmal habe ich ein Deimos-Schiff der Celestial-Klasse ausgeschlachtet, während es explodierte. Hinterher musste die Crew wochenlang unsere Hülle reparieren. Und dann krachte ich einmal versehentlich in ein Schiff der UC Navy. Das war nach einer etwas zu feuchtfröhlichen Party, um meine neueste Errungenschaft zu feiern. Verrückt, aber doch zum Glück waren wir genau zwischen ihren beiden Schubdüsen angekeilt, sodass wir sie zurück in die Sternenwerft schubsen konnten. Ja, okay, So, hier... Jo, Barrett, sauber. Ist aber schon ein weiter Weg hier. Notizblock oder Slate? Notizblock. So, stiehl das Artefakt oder folge Petro. Und jetzt der große Moment. Ah, wunderschön, nicht wahr? Artefakt Vieh. Der Verkäufer meinte, es habe zu ihm gesprochen. Als er es zum ersten Mal hielt, sei er in seiner eigenen Seele ertrunken. Leider wurde mir solche Erleuchtung nicht zuteil, obwohl ich es nun schon einige Male gehalten habe. Mhm. So, es hat Kräfte, die du nicht verdienst. Danke, Petrov, du darfst jetzt sterben. Hatte er es aus dem Gestein entfernt? Das hatte er tatsächlich. Mhm. Ich kaufe es dir ab. Wie viel willst du? Oh nein. Nein, nein, nein. Es gehört mir. Sei gewarnt. Hände weg. Es wäre schade, wenn unsere neue Freundschaft durch einen Akt der Piraterie befleckt würde. Wir sind keine Piraten. Wir sind Entdecker, die vielleicht als Hobby ein wenig Piraterie betreiben. Manchmal. Stell mich ruhig als Pirat hin. Ich brauche das Artefakt. Kann ich deine Meinung nicht ändern? Leider nicht. Meine Sammlung ist mir heilig. Mhm. Stell mich ruhig als Piratin, aber ich brauche das Artefakt. Dann stellt sich wohl nur die Frage, ob meine unendliche Liebe zu meiner Sammlung und meine Söldner dich aufhalten können. Versuche es ruhig. Wirst schon sehen, was passiert. Würde es helfen, wenn wir es für wissenschaftliche Zwecke brauchen? Ich darf's nehmen, oder wie? Okay, es geht schon los. Dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!